Das ist der nagelneue Toyota Yaris. Die dritte Generation des Kleinwagens wirkt erwachsener als der Vorgänger. Die Front ist klar dynamischer, das Heck knackiger. Vor allem mit den optionalen 16-Zoll-Rädern ist der neue Yaris ein Hingucker. Mit knapp 3,90 Meter Länge ist er um 10 cm gewachsen und hat 5 cm mehr Radstand. Vom Wachstum profitieren die Insassen, vor allem die im Fond. Der Kofferraum wirkt auf den ersten Blick etwas klein, doch es gibt einen doppelten Boden. Die Vordersitze sind etwas klein dimensioniert, aber bequem. Die Instrumente sitzen nun hinter dem Lenkrad, nicht mehr in der Mitte. Dort sitzt jetzt auf Wunsch dieses Touch-and-Go-Navi mit großem Farbdisplay und SMS-Funktion. Außerdem verbessern neue Materialien den Qualitätseindruck. Und das aufpreispflichtige Glasdach beschert ein freundlicheres Ambiente, auch bei unfreundlichem Wetter. Apropos, der neue Einarmscheibenwischer sorgt stets für guten Durchblick. Den Vortrieb besorgen wahlweise ein Diesel und ein Benziner. Wir sind den 1,3 Liter Benziner mit 99 PS gefahren. Der Vierzylinder ist recht kräftig, allerdings muss man ihn ziemlich hochdrehen. Das Sechsganggetriebe gefällt mit kurzen Schaltwegen. Optional gibt's auch ein neues stufenloses Automatikgetriebe. Der neue Yaris rollt im November zu den Schweizer Toyota-Händlern. Die Preise sind aber noch nicht bekannt.